Von solchen Bildern hatte Petra genug und gründete deswegen die Omas gegen Rechts in Hannover. Sie alle wollen etwas tun gegen Rassismus und Ausgrenzung. Weil ich meinen Enkeln eine Antwort geben möchte, falls sie mich mal fragen, was ich damals getan habe. Weil ich den Braunen entgegentreten will. Ich bin 1944 geboren und ich will was gegen diese Ohnmacht tun und dagegen, dass wieder eine rechte Bewegung entsteht. Weil ich für Frieden, Freiheit und Gleichheit bin. Aber wie heißt es so schön, nicht meckern, machen. Und deswegen treffen sich die Omas gegen Rechts auch einmal im Monat in der Praxis der Heilpraktikerin Petra. Beim letzten Treffen kamen sogar 70 Leute. Diese 10 Mitglieder bilden bislang den Kern. Sie sind zwischen 60 und 84 Jahre alt. Gerade bereiten sie die nächste Demo vor und planen weitere Veranstaltungen. Omas gegen Rechts und ja, hinten das andere. Und hinten einfach, das ist was ganz wichtiges, Rassismus für Kinder und den Menschen in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Nee, das ist ja genau. Das werde ich, bei meinem auf die Rückseite kleben. Das Erstarken der rechten Szene beschäftigt diese Frauen schon lange. Als Petra zufällig in einer Zeitschrift von den Omas gegen Rechts erfährt, nimmt sie über soziale Netzwerke Kontakt zu den anderen Mitgliedern der bundesweiten Bewegung auf und gründet spontan eine Gruppe in Hannover. Innerhalb weniger Tage bekommt Petra über 100 Rückmeldungen von anderen Frauen. Mein Vater war noch Kriegsteilnehmer, der total traumatisiert aus dem Krieg kam. Und auch eine Emotionalität hatte, die er in den Krieg gehörte. Und stelle das also bei ganz vielen Gleichaltrigen fest. Wir sind ja vom Krieg ganz stark beeinflusst und auch von dem Nazi-Gedankengut und haben uns dagegen gewehrt. Und plötzlich kommt es wieder aus allen Löchern. Und das macht mir Angst und das will ich nicht. Und deshalb habe ich gedacht, hier kann ich was dagegen tun. Und obwohl die 58-Jährige eigentlich noch gar keine Oma ist und auch andere zum Teil noch keine Enkelkinder haben, wollen sie trotzdem hier bei den Omas gegen Rechts mitmachen. Die Bewegung will ganz bewusst Menschen ihrer Generation ansprechen, sodass auch sie die Möglichkeit haben, sich in einer Gruppe politisch zu engagieren. Was sich hier abspielt, in diesem Land, seit wir diesen Rechtsruck haben, das ist absolut unerträglich. Das macht mich wirklich richtig wütend. Und diese Energie, die muss ja irgendwo hin. Und da habe ich mir gedacht, ich bin nicht parteipolitisch organisiert, bin aber kampferfahren. Und da habe ich gedacht, Menschenskind, diese Omas, diese, ne, wo man so denkt mit Knoten und so. Aber da ist ja ganz viel Lebenserfahrung und auch ganz viel Kampferfahrung drin. Die waren auch schon in Brockdorf und in Gorleben und sonst wo. Lass uns gemeinsam eine Stimme geben. Und diese Stimmen der Omas gegen Rechts hört man mittlerweile aus 27 Städten deutschlandweit von über 1000 Anhängern. Omas gegen Rechts! Omas gegen Rechts! Bei der letzten Demo in Hannover haben sich viele zum ersten Mal getroffen. Angst oder ein mulmiges Gefühl während der Demo kam bei niemandem auf. Ich habe auch ganz doll gepfiffen mit dieser Trillerpfeife, dass mir die Ohren platzten und habe das als sehr lustvoll empfunden. In der Reihe mit sehr interessanten Frauen, die mich sehr animiert haben. Und die nächste Demo steht auch schon an, am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Bis dahin müssen sie sich aber noch einen neuen Raum suchen, denn es werden immer mehr. Und eins ist klar, solange die Omas noch Ausdauer haben, stehen Sie auf gegen Rechts.